Getreidefarmen spielen eine wichtige Rolle in der Wirtschaft nahezu jeder Siedlung. Ohne sie ist an einer Brotproduktion nicht zu denken. Fleisch kann nicht nachhaltig erzeugt werden und auch auf Esel müssten wir ohne sie verzichten, wobei letzteres in 99% der Fälle kein echter Verlust ist. Aber vor einigen Tagen kam mir die Frage, ob ich meine Getreidefarm überhaupt effizient einsetze und habe ein paar Tests durchgeführt. Ich habe versucht, möglichst viele Variablen zu eliminieren, daher fanden diese Tests auf einer eigens dafür erstellten Karte statt. In einer normalen Siedlung dürften die Zahlen ein wenig abweichen, aber im Großen und Ganzen wohl nicht so drastisch, dass es meine Schlussfolgerung ungültig machen würde. Ich gehe außerdem davon aus, dass die Ergebnisse zwischen allen vier Völkern identisch sind. Ich habe schnell gemerkt, dass eine sekundengenaue Messung nicht wirklich erforderlich ist und mehr Arbeit macht, als sie wert wäre. Aber ich habe darauf geachtet, dass meine Werte um höchstens 15 Sekunden abweichen. Mein erster Test sollte klären, wie lange eine einzelne Getreidefarm braucht, um 64 Getreide zu erzeugen, also genau ein Lager voll. Als Benchmark zählte hierfür der Moment, in dem das Produktionsmenü genau diese Zahl anzeigt. Da Waren, die gerade von einem Siedler getragen werden, hier nicht berücksichtigt werden, werde ich wohl in Zukunft eher auf ein volles Lager achten. Für diesen ersten Test kam ich auf eine Zeit von 40 Minuten oder 1,6 Getreide pro Minute. Als nächstes wollte ich wissen, wie lange das gleiche mit einem komplett freien Arbeitsbereich dauert. Ich war ziemlich überrascht, dass dies ganze 7 Minuten länger dauerte, also wiederholte ich den Test und kam dieses Mal sogar auf 49 Minuten. Hier wurde mir klar, dass ich erst herausfinden muss, ob es hier eine Zufallskomponente gibt. Also habe ich das Offensichtliche getan und für euch Gras beim Wachsen zugesehen. Dankt mir später. Anhand des Saatenmusters und der Tatsache, dass das Getreide in genau der Reihenfolge wuchs, in der es gesät wurde, wurde deutlich, dass hier der Zufall keine Rolle spielt. Getreide braucht scheinbar 200 Sekunden vom Samen zur Ernte. Und das klingt auch nach einer Zahl, die ein Entwickler in eine entsprechende Funktion eintragen würde. Ebenso habe ich festgestellt, dass ein Bauer, in dessen Arbeitsbereich reifes Getreide liegt, dieses auch ernten wird. Also gibt es auch hier keine Zufallskomponente. Mit diesem Wissen habe ich den ersten Test wiederholt und kam erneut auf 40 Minuten. Einen dritten Versuch habe ich mir in diesem Fall dann gespart. Beim versetzten Arbeitsbereich kam ich nach einem dritten Versuch auf einen Durchschnitt von 48 Minuten. 1,33 Getreide pro Minute oder umgerechnet einen 16%igen Effizienzverlust gegenüber dem Standardarbeitsbereich. Als nächstes habe ich getestet, ob zwei Bauern, die sich einen Arbeitsbereich teilen, sich in ihrer Effizienz beeinträchtigen. Mit zwei Getreidefarmen und einem Feld, das genau zwischen den beiden liegt, haben wir tatsächlich einen Effizienzverlust von 14%, wenn wir das Ganze auf die einzelne Farm mit dem Standardarbeitsbereich hochrechnen. Es wäre also immer noch effizienter, beide Farmen auf ihrem normalen Arbeitsbereich zu überlassen. Das liegt aber weniger daran, dass sich die Bauern gegenseitig behindern würden und mehr an den verlängerten Laufwegen, die sich sehr schnell summieren. Bei der Gelegenheit habe ich dann überprüft, ob Bauern tatsächlich den kompletten Arbeitsbereich nutzen. Wenn sie aufgrund eines vollen Lagers nicht ernten können und stattdessen säen, füllt ihr Feld tatsächlich den kompletten Bereich aus. Aber solange ihr das verhindert, brauchen Bauern nur die beiden grünen Ringe ihres Arbeitsbereichs. Die beiden überlappenden Bauern benötigten zusätzlich auch den gelben Ring, aber wie wir bereits wissen, ist dies aufgrund der längeren Laufwege nicht so effizient. Kombiniert mit der Straße, die sich an der Getreidefarm gebildet hat und die nicht für das Feld genutzt werden kann, stellte ich die These auf, dass ein leicht versetzter Arbeitsbereich ideal sein müsste. Ob es sich hierbei um den optimalen Arbeitsbereich handelt, weiß ich nicht, und das dürfte auch von einigen Variablen abhängen, die außerhalb dieses Experiments liegen. Schließlich laufen Siedler auch gerne mal durch Felder, um Waren zu transportieren. Aber mehrere Tests mit einem leicht versetzten Arbeitsbereich, bei denen der äußere grüne Ring die Getreidefarm berührte, führten zu einem Ergebnis von knapp 38 Minuten oder 1,69 Getreide pro Minute. Etwa 5% besser als der Standardarbeitsbereich. Wenn ihr euch also bisher die Mühe, den Arbeitsbereich eurer Getreidefarm zu ändern, gespart habt, habt ihr gar nicht mal so viel verpasst. Aber ich selbst habe meine Felder meist so platziert, dass der rote Ring an die Getreidefarm grenzt. Damit hatte ich Effizienzeinbußen von etwa 21% oder 0,36 Getreide pro Minute und Farm im Vergleich zum optimierten Arbeitsbereich. Außerdem weiß ich damit jetzt endgültig, wie viel Platz ich für die eigentlichen Felder einplanen muss. Wenn man es richtig macht, ist es gar nicht so viel. Jetzt wisst ihr einige Dinge, von denen ihr vermutlich gar nicht wusstet, dass ihr sie wissen wollt. Ich habe noch einiges vor, was solche Experimente angeht, aber wenn es etwas gibt, was ihr eindeutig erklärt haben möchtet, lasst es mich über die Kommentare wissen.